Fremde Computer heimlich anzapfen ist schon so etwas wie ein Sport bei jugendlichen Spezialisten geworden. Man nennt sie auch Hacker. Wo hört der Sport auf und wo fängt die Kriminalität an? Hacker, Hacker. Für die einen sind sie Cyberkriminelle in Kapuzenpullis. Für die anderen sind sie moderne Helden. Sie kämpfen für ein freies Internet und mehr Datenschutz. Längst ist auch die Unterhaltungsindustrie auf sie aufmerksam geworden. Aber taugen diese Computernerds überhaupt zum normalen Bürger, geschweige denn zum Helden? Hey, you called me here. Hacking in. Hacker wie Constanze Kurz stehen nicht erst seit der NSA-Affäre in der Öffentlichkeit. Die Sprecherin des Chaos Computer Clubs arbeitete als Sachverständige für den Bundestag. Die Theodor-Heuss-Stiftung zeichnete Kurz als vorbildliche Demokratin aus. Ich glaube schon, dass hier in Deutschland diese Hacker-Szene relativ wichtig geworden ist als eine kritische Stimme, die sich immer wieder an irgendwelche Techniken heranmacht und die analysiert. Und dass sich auch eine ganze Reihe von Leuten damit identifizieren können. Das sieht man in erster Linie an den großen Teilnehmerzahlen unserer Veranstaltung. Wir hatten ja über 9000 Besucher. Also das ist eine richtige Bewegung geworden. Um dazu zu gehören, reicht es aber nicht, ein bisschen programmieren zu können. Heute gibt es Filme, wo Hacker die Hauptrolle spielen, Protagonisten sind. Es gibt Computerspiele, wo es Hacker gibt, aber oft ist es ein Zerrbild eines Hackers. Eher ein Script-Kiddy, also jemand, der Hackerwerkzeuge zwar verwenden kann, aber sich gar nicht so wirklich für Technik interessiert, sondern einfach nur versucht, in Systeme einzubrechen. Das ist häufig das mediale Bild. In medialen Inszenierungen von Film und Fernsehen sind Hacker dunkle Gestalten, die vor Monitoren sitzen und Dinge tun, die ein Normalsterblicher nicht nachvollziehen kann. Bist du das? Ja, das bin ich. Guck mal, süß, oder? 256. Alright. Alter, wie sollen wir durch diese Firewall kommen? Du hast doch keine Ahnung, du Noob. Die einzige Flüssigkeitszufuhr des Hackers besteht aus mehreren Litern Mate-Limonade täglich. Ein aktuelles Beispiel für die Inszenierung von Hackern bietet das Computerspiel Watch Dogs. Die Spielumgebung ist ein voll vernetztes Chicago der nahen Zukunft, eine Smart City. Das übergreifende Thema könnte aktueller nicht sein. Die Bequemlichkeiten einer digitalen Gesellschaft und deren Schattenseiten, die omnipräsente Überwachung und der Datendiebstahl. Aiden Pierce heißt der Mann mit dem Trenchcoat. Der kann, was der Spieler sonst nicht kann. Er hackt Smartphones von Passanten und erfährt deren Geheimnisse. Lässt elektronische Geräte auf Knopfdruck explodieren, manipuliert den Straßenverkehr und verursacht Massenkarambolagen. Na, ich glaube, es gibt eine große Sehnsucht der Menschen, dass man ein bisschen in die andere Rolle schlüpft. Also, dass man nicht der Überwachte ist, sondern eben der selbst überwacht und der selbst durch die Welt durchsieht. Und das lässt sich mit Watch Dogs oder durch Watch Dogs sehr gut realisieren. Das funktioniert auch alles sehr einfach. Du drückst eine Taste, du hast quasi die Oberhand und das ist dann das Gegenteil von dem, was uns in der wirklichen Welt passiert, nämlich dass eben wir plötzlich die Kontrolle haben. Aber zum echten Hacker fehlt der Hauptfigur der Sinn fürs große Ganze und eine Ethik, der er sein Handeln unterwirft. Für mich ist ein typischer Hacker eigentlich etwas Positives, also jemand, der versucht, die Welt zu verstehen, die technische Welt, und auch versucht, die Welt einen besseren Ort zu machen, indem er nicht in Sachen einbricht, sondern halt Sachen versteht, durchdringt und diese gegebenenfalls modifiziert und hackt, also in einen anderen Zustand versetzt oder erweitert oder verbessert. Auf der Website des Chaos Computer Clubs ist die Hackerethik nachzulesen. Dort steht unter anderem, alle Informationen müssen frei sein. Öffentliche Daten nützen, private Daten schützen. Grundsätze, die nicht klingen wie die Satzung einer digitalen Untergrundbewegung. Aber längst nicht alle deutschen Hacker sind Mitglied im Chaos Computer Club und folgen dem Kodex. Ich denke nicht, dass es wirklich eine Hackerethik gibt. Ich denke, dass das tatsächlich jeder mit sich selbst ausmachen muss, wie viele andere Dinge im Leben auch. Für mich ist der einfache Maßstab nichts, was nach dem Strafgesetzbuch kriminell wäre, weil das nervt auch einfach. Also dann muss man immer aufpassen, dass man nicht erwischt wird und so. Das mache ich einfach nicht. Der Berliner Hacker und IT-Sicherheitsexperte Felix Lindner alias FX
brauchte 2 Tage, um die Leitstelle der Stadtwerke im badischen Ettlingen zu knacken. Allerdings nur in einem Testlauf. Eingeladen hatte der Chef der Stadtwerke selbst. Der Rahmen? Das transmediale Projekt NetWars, das einen fiktiven Cyberkrieg dokumentiert. Lindner glaubt nicht, dass Hacker viel Heldenpotenzial besitzen. Jedoch? Ich denke, es gibt eine gewisse Vorbildfunktion, die Hacker haben können für junge Menschen, die ihre Fähigkeiten und Talente einsetzen möchten, auch für andere und nicht nur im reinen Selbstzweck. Hacker haben auf jeden Fall dieses Pionierpotenzial, würde ich sagen, dass sie Dinge vorhersehen können oder antizipieren können, wo die anderen noch sagen, das ist eine Verschwörungstheorie und das kann ja so nicht stimmen. Durch Edward Snowden und die NSA-Affäre haben wir bemerkt, dass das ja nicht alles Irre sind oder Spinner sind, die da irgendwas vor sich hin brabbeln, sondern dass das tatsächlich Hand und Fuß hat. Und das ist natürlich schon eine Art von Glamour, die hier der Hacker verstrahlt. In der Subkultur der Hacker versammeln sich kritische Geister. Sie bauen die Dinge auseinander, um sie zu verstehen. Was man über sie zu wissen meint, ist oft eine Übertreibung. Auch durch uns Medien. Hacker hacken nicht vierhändig auf einem Keyboard. Ein Hack sieht nicht aus wie ein Videogame. Echte Hacker verkaufen keine Kreditkartendaten. Und Hacker trinken auch nicht so viel Mate. Alle Hacker trinken Club Mate. Leider ist es mit Club Mate so, wenn man die dreimal trinkt, ist man abhängig und ich gehöre zu den Abhängigen. Na gut, manche Klischees stimmen anscheinend doch.